Hallo Freunde, willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Ich war einkaufen, ich habe ein paar neue Teile organisiert. Kopfteil fehlt mir immer noch, aber das kriegen wir irgendwann auch noch hin. Ansonsten habe ich die Ausrüstung mal auf neuesten Stand gebracht, ist jetzt alles auf Stufe 29. Habe relativ viele Marken dafür ausgegeben, denn es war eigentlich alles total veraltet. Einige Ausrüstungsgegenstände waren noch Stufe 9. Ich weiß eigentlich nicht, wie wir das alles im Normalfall gepackt hätten. Wie auch immer. Wir sind jetzt wieder richtig auf Level aufgerüstet. Wir haben relativ viele Trefferpunkte und der Schaden müsste verglichen mit vorher richtig durch die Decke gehen. Das bedeutet, wir sind eigentlich viel zu stark. Wir könnten den Akt direkt abschließen. Level 29 haben wir. Trotz allem müssen wir erstmal hier eine kleine Rettungsmission durchführen. Und so wie es aussieht, eine Falle auslösen. Na, wir werden sehen. Wie schlimm kann es schon werden? Und wie wahrscheinlich ist das, dass wir schon wieder verarscht werden? Kann ja nicht jeder im Universum zu unseren Gegnern gehören und uns hintergehen, oder? Doch, eigentlich schon. Aber ich sehe das jetzt einfach mal als gute Gelegenheit, unseren Wookie ein bisschen auszuführen. Und im Zweifelsfall kriegen wir so auch mal einen Grund. Ich bin noch gar nicht dort. Ah, ich sehe schon. Ich will ja nicht neugierig sein. Aber gibt es einen Grund dafür, dass wir an einem heruntergekommenen Raumschiff im Nirgendwo andocken? Ja, den Grund gibt es. Ich dachte, wir machen einen kleinen Ausflug. Keine ehrliche Antwort. Wie ungewöhnlich. Ich sage euch nicht, wie ihr euer Schiff zu fliegen habt. Aber was mache ich, wenn ihr nicht zurückkommt? Es ist schwierig, mitten im Raum ein anderes Schiff zu betreten. Es kann so viel schiefgehen. Ich bin vorsichtig, ich verspreche es. Ihr wisst doch, wie vorsichtig ich bin. Wenn man so tief im Raum ist, bringt Vorsicht auch nichts mehr. Ihr nehmt aber wenigstens Verstärkung mit, oder? Ihr habt einen Wookie. Und ich werde ihn benutzen. Ich werde Boda mitnehmen. Gut. Eure Überlebenschancen haben sich gerade verdreifacht. Viel Glück da drüben. Ich hoffe, ihr braucht es nicht. Ja, und Corso sitzt jetzt weinend in der Ecke. Hast du toll gemacht. Jetzt darfst du ihn trösten. Nicht zur Strafe, nur zur Übung. Wirst du in Zukunft öfters machen müssen. So, Dille. Dann lass uns doch mal gleich losmarschieren hier. So weit, so gut. Wenn es jetzt natürlich auch noch darum geht, Gefährten dabei zu haben, holen wir natürlich Boda direkt an Bord. Willkommen, Großer. Ich glaube, für dich brauchen wir demnächst auch mal eine angemessene Ausrüstung. Wenn wir dich rasieren, können wir dich in eine Mandalorianer-Rüstung packen. Aber wer will Wookies rasieren? Oh, bevor ich es vergesse. Dieses Item hier bekommt man auf der Raumflotte von einer alten Kreatur. Kostet keine Credits. Und ja, das Ganze erschafft einen Buff. Der hält 8 Stunden. Und Bonuserfahrung für epische Story-Missionen sind nicht aktiv. Das bedeutet, ich kriege keine 12-fache Erfahrung mehr. Wollen wir einfach hoffen, dass das jetzt funktioniert und wenn diese 8 Stunden um sind, dass ich auch dran denke, den Buff zu erneuern. Sonst, ja, war die ganze Geschichte für die Katz. Soweit, so gut. Sieht bisher kaum nach Falle aus. Sondern nach defektem Raumschiff, so wie es eben angeworben wurde. So viel dazu. Dann gucken wir mal, was die neue Ausrüstung so kann. Ist recht. Ich schäme mich nicht. Nicht viel. Oh Mann. Ach so, nicht sichtbar. Ja, Moment. Das kriegen wir hin. So, du daher. Okay. Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Wir könnten ja mal die stärkste Fähigkeit im Vergleich einsetzen. Da waren 300er dabei.
Ach ja, bevor ich es vergesse, ich war in der Zwischenzeit auch noch beim Ausbilder. Das heißt, wir haben außerdem auch noch die Fähigkeiten auf dem aktuellen Stand. Da könnten wir mal kurz gucken. Hier Niederkauern aktiviert in Deckung, immun gegen Kontrolleffekte, Schutz wird nur in Deckung gewährt, hält 20 Sekunden lang an. Das ist nicht schlecht, das nehmen wir mal gleich hier rüber. Das ist so eine Art Oh-Shit-Button. Dann haben wir Schmugglerglück. Erhöht die kritische Trefferchance deines nächsten Einsatzes von gezielter Schuss. Sabotageladung oder verwundete Schüsse. Verwundende Schüsse, so rum. So, was war das noch gleich? Ein gezielter Schuss. Kritische Trefferchance wird um 100% erhöht von dem Ding. Hoffentlich schießen wir damit keinen Riss in die Realität. So, und Ablenkung reduziert bis zu 8 Zielen die Präzision und... Na klar, dann treffen die uns nicht mehr. Okay. Klingt alles recht fair. Das probieren wir mal gleich aus. So, einmal hier Schmugglerglück. Ja, machen wir nach dem Kampf, was ich jetzt noch vorhatte. Ja, genau. Alles kein Problem. Wie viel Life hat denn der? Ein bisschen mehr 6000. Also noch mehr als wir, damit bist du Tank. Edge. So, was wollte ich machen? Das Niederkauen. Auf die gleiche Taste legen, wie ich es in der Hauptleiste habe. Sonst komme ich da unter Umständen ein bisschen durcheinander mit. Dann suche ich das nämlich immer auf der 9. Und wenn ich dann tatsächlich niedergekaut bin und das einsetzen kann, ne? Ja, eigentlich kann ich das hier jetzt rausschmeißen. Hier bleibt es ja vorhanden. Das lassen wir mal so. Okay. Ach ja, und ganz nebenbei haben wir jetzt natürlich auch noch den Heldenmoment mit dem ganzen Spaß. Oh, das wird lustig. Ja. So, da drüben haben wir die Hilfsbedürftige. Oh, ein Druide fehlt noch. Ach, den kriegen wir auf dem Weg nach draußen. Warum bist du in einem Kraftfeld? Hallo. Ich dachte schon, ihr würdet gar nicht mehr auftauchen. Tja. Lass uns anfangen. Euer Schiff ist in Windeseile repariert. Vielleicht habe ich beim Ausmaß der Schäden ein wenig übertrieben. Das Mach ist Sachen. Schwerer, als ich es mir vorgestellt habe. Ihr erinnert mich an meine Schwester und ich mochte sie sehr. Nur damit ihr es wisst, das ist nichts Persönliches. Ich muss euch umbringen, aber es geschieht aus Liebe. Skavok. Naja. Aus Liebe hat mich noch nie einer umbringen wollen. Irgendwie romantisch, nicht wahr? Seht ihr dieses flackernde Licht, das mich umgibt? Das ist ein Strahlenschild. Er lässt keine Blasterschüsse durch. Schick, was? Naja, ist es auch Wookie-fest? Wenn er keine Blasterschüsse durchlässt, wie wollt ihr mich dann erschießen? Psst, Ruhe. Ich muss jemanden kontaktieren. Skavak? Ich bin's, Faelara. Überraschung. Lang nicht gesehen, Süße. Woher hast du die Holofrequenz? Ist das wichtig? Du hast mir so gefehlt, Schnuffelbär. Schnuffelbär? Na super. Bitte sagt mir nicht, dass ihr was mit dieser Irren hattet. Was soll das, Captain? Rekrutiert ihr eine Armee aus meinen Ex-Freundinnen? Ganz und gar nicht. Das ist doch dein Erzfeind, oder nicht? Der auf Coruscant dein Schiff gestohlen und dich lächerlich gemacht hat. Sein Schiff gestohlen. Ich glaube, da wurden ein paar Fakten vertauscht. Wie auch immer. Ich lasse die Turteltäubchen am besten mal alleine. Warum besprecht ihr Turteltäubchen das nicht ganz in Ruhe? Hallo? Ich habe eine bessere Idee. Ich halte mich da raus. Mir wäre keine passendere Bestrafung für euch eingefallen. Jetzt sei nicht so. Du weißt, dass du mich liebst. Du hast nur Bindungsängste. Ich werde dir beweisen, wie sehr ich dich liebe, Schnuffelbär. Ich werde deinen Erzfeind töten.
Schnappt sie euch, Jungs. Ja, genau. Erstmal Deckung. Da sind tatsächlich welche. Schade. So, war das jetzt schon die ganze Show? Eigentlich hatte ich mit mehr gerechnet. Das Gemeine ist, die zählen nicht mal gegen die Bonusquest hier. So was Fieses. Oh, wenn wir schon dabei sind. Wir wollen ja nicht, dass das Schiff noch schrottiger aussieht. Da können wir wenigstens unseren Dreck wegmachen. So, wie geht's jetzt weiter? Wow, ihr seid verdammt gut. Tja. Das höre ich andauernd. Ich war mir sicher, dass diese Droiden euch töten würden. Ist das peinlich? Einigen wir uns auf Unentschieden. Dank meines Strahlenschildes könnt ihr mir nichts anhaben. Felara, woher kommt die Energie für den Strahlenschild? Tragbare Batterien. Du weißt, dass die nur ein paar Minuten halten, oder? Wo wir gerade beim Thema sind. Oh nein. Standen im Handbuch zu viele komplizierte Worte? Schnuffelbär, mein Schild ist unten. Was soll ich tun? Gute Frage. Sterben? Euch töte ich später, Captain. Ja, ich kann's kaum erwarten. Schnuffelbär, warte! Er hat die Kommunikation abgebrochen. Das ist gut, ich erstick fast. Er würde mich lieben. Oh Mann, das ist zu gut. Ich hab Tränen in den Augen. Ich muss los. Geht nur. Genau wie er. Ich werde euch nicht aufhalten. Die Luken sind entriegelt. Puh. Das war mal erfrischend. Herrlich. Oh Mann. Naja, so viel dazu. War ja nicht mal ein echter Trainingsausflug. Jetzt muss ich mir irgendwas einfallen lassen, um Boda fit zu halten. Wie wär's mit einem... Wo kommt ihr her? Ach, was soll's. Solange sie mich nicht beschießen, geht's mich nichts an. Wo wir gerade beim Thema sind. Ja, eigentlich wollte ich einen Trainingskampf vorschlagen zwischen Boda und wie hieß er noch gleich? Dings da. Corso. Genau. Dann haben beide was davon und beide werden ein bisschen trainiert. Hm, das heißt, ich brauche noch ein Kellergeschoss bei mir im Raumschiff mit einer dicken Kampfarena. Ach, Moment, kann ich nicht machen. Ich habe ja versprochen, dass Boda nicht in der Arena sterben wird. Gut, er würde nicht sterben gegen Corso, aber irgendwie blöd wär's trotzdem. Naja, so viel zu der Falle. Hm, fragen wir mal Risha, wo es als nächstes hingeht. Das war eigentlich ein ziemlich lustiger Ausflug. Na, solche Sachen könnten noch ein paar Mal passieren. Hätte ich nichts dagegen. Lasst mich raten. Es war eine Falle? Ach, was soll's. Eine von Skavaks alten Liebschaften hat versucht, mich zu töten. Ich will es gar nicht wissen. Was fragst du denn dann? Wenn es eine Sache gibt, die ich hasse, dann falsche Notrufe. Sie machen die Raumreisenden so skeptisch, dass niemand mehr auf die Echten eingeht. Das ist wohl wahr. Trotzdem werden wir weiterhin eine Falle nach der anderen auslösen. Wir werden nächstes Mal vorsichtiger sein. Wir? Ich bin immer vorsichtig, Captain. Wisst ihr überhaupt, was Vorsicht bedeutet? Verschwinden wir hier. Der Weltraum macht mir Angst. Ich habe ein paar neue Geschäfte auf Alderaan und Tatooine angebahnt. Bereit, den Rest der Ladung auszuliefern? Das waren zu viele Fragen in kurzer Zeit. Ich gehe jetzt mal nur auf die letzte ein. Ja. Was auch immer nötig ist, um mich reich zu machen. Das nenne ich Einsatz. Tatooine und Alderaan. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann kommt Tatooine als nächstes. Sonnenbaden. Hey, Moment, diese Dinge kenne ich. Die könnte ich gebrauchen. 28 List und Crit, das passt eigentlich. Sehr gut. Ja, und wir haben sogar noch einen Implantatsplatz frei. Meine Güte. Sprechen schwierig. Naja, wir machen uns gleich mal auf die Socken. Ich würde sagen,
Probelauf auf Tatooine. Das klingt nicht schlecht, oder? Lass mal kurz gucken. Das war hier. Richtig. Ja, für Alderaan wären wir eigentlich ziemlich richtig. Aber das kommt erst später. Wie gesagt, erstmal Tatooine. Oh Mann. Wir könnten es natürlich, um es einigermaßen spannend zu halten, erst Alderaan machen. Aber Tatooine müssen wir auch erledigen. Und dann ist Tatooine alles grau. Das wäre jetzt auch nicht so ganz im Sinne des Erfinders. Außerdem sind wir jetzt schon hier unten im Outer Rim. Da können wir uns direkt auf den Weg nach Tatooine machen. Ist ja dann nicht mehr weit. So kriegen wir das hin. Hat ja auch viel Schönes. So, dann mal auf zur guten Risha. Lassen wir uns mal erzählen, was wir hier zu machen haben. Willkommen auf dem langweiligsten Sandhaufen der Galaxis. Auch bekannt als Tatooine. Hoffentlich mögt ihr Hitze, Captain. Näher kommt ihr an eine Sonnenlandung nicht ran. Außer ihr habt sehr, sehr viel Pech. Das Lustigste hier sind hirnlose Kopfgeldjäger, die sich von Salaks fressen lassen. Wusstet ihr, dass ein Salak einfach nur ein Riesenloch im Boden ist? Effektiv? Wie blöd muss man sein, da dreimal reinzuhüpfen. Ja. Was für eine Lieferung habe ich für diese glühende Staubkugel? Keine Lieferung, nur eine Abholung. Wir sind hier wegen eines Verbrecherbosses namens Diago Hixan. Wenn Nock Drayen jemals einen Rivalen hatte, dann ihn. Diago hat sich fortlaufend mit Nock angelegt. Sie haben um Gebiete, Macht und gelegentlich auch um Frauen gekämpft. Ihre Auseinandersetzungen waren legendär. Klingt ja nicht schlecht. Und er lebt noch? Vielleicht war es Diago, der Nock getötet hat. Nein, er hat es nie geschafft, Nock im Kampf zu besiegen. Sei es mit Fähren oder sonst welchen Mitteln. Diago hat Nocks Tod gefeiert, indem er eines seiner Lagerhäuser überfiel. Er hat einen hochmodernen Gree-Sensor-Computer gestohlen. Ein unbezahlbares Stück Technologie. Um Nock Drayens Vermögen zu finden, müssen wir diesen Sensorcomputer aus Diagos fettigen Fingern reißen. Lass mich raten, das macht er nicht freiwillig, oder? Jeder hat einen Preis. Welchen hat Diago? Heutzutage? Privatsphäre. Diago wurde jahrelang nicht mehr gesehen. Er kommuniziert ausschließlich über seine Lieutenants. Einer davon, ein Nikto namens Tukrik, hat seine Hilfe angeboten. Ihr müsst ihn treffen. Alles klar. Ich brauche Sonnencreme. Der Wookie wird einfach in seinem Pelz krepieren, fürchte ich. Er möchte für seine Hilfe bestimmt eine Gegenleistung. Tukrik will Ruhm. Ich habe ihm versprochen, ich erzähle jedem, dass er bei der Suche nach Nock Drayens Schatz geholfen hat. Wenn ihr Diago begegnen solltet, seid auf der Hut. Gegen ihn sieht Skarvak aus wie ein Jedi-Padawan. So viel hat Skarvak noch nie drauf gehabt, oder? Was bitte ist ein Padawan? Angehende Jedi? Musterschüler, die sich immer von der besten Seite zeigen? Nicht so wichtig. Tukrik besitzt einen Club in der Wüste außerhalb von Anchorhead. Er erwartet euch. Viel Glück, Captain. Das war nicht ganz die Charakterreaktion, die ich auf diese Taste erwartet hatte, aber ja, wird schon passen irgendwie. Moment, wie viele Stationen haben wir jetzt noch? Wir haben das Carbonit abzugeben, den Gonk-Druiden und den Kopf im Honig, wie auch immer. Wenn wir hier nur was abholen wollen, bleiben danach noch drei Planeten. Nach Alderaan müsste Akt 1 allerdings vorbei sein. Naja. Na, schauen wir mal. Ich würde sagen, für heute mache ich tatsächlich schon Feierabend. Bevor wir uns jetzt auf Tatooine die Füße verbrennen. Sorry, aber die erste Episode dieser Aufnahmesession, also für euch vorgestern, war deutlich länger. Ich glaube, da ist es okay, wenn ich heute mal eine Minute früher Schluss mache. Wir sehen uns morgen wieder. Lauft nicht weg. Wir gucken uns morgen Tatooine an. Bis dann, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.